Liebe Freundinnen und Freunde, bei meiner Bewerbungsrede vor 2,5 Jahren war mein Credo, wir müssen lauter werden, positiver. Wir müssen den politischen Gestaltungswillen für Bayern und seine Bürgerinnen und Bürger ausstrahlen. Dafür versprach ich euch, hart zu arbeiten. Und genau das haben wir in den letzten Jahren geschafft. Heute begeistert grüne Politik. Heute sind wir die Hoffnungsträgerin für eine ökologische, proeuropäische, queere, feministische, für eine vielfältige Gesellschaft in Bayern. Mit unserer klaren Haltung, mit unserer Geschlossenheit, mit unserer inhaltlichen Stärke, mit unseren positiven Botschaften geben wir den Bürgerinnen und Bürgern Bayerns Hoffnung auf Zukunft. Was im Rückblick so selbstverständlich, ja fast so leicht, so, das haben wir geschafft, erscheint, das war dem Landesvorstand nicht in die Wiege gelegt. Was im Rückblick... Die bayerischen Grünen galten zu Zeiten, an die sich, wenn ich eben die Statistik mir angucke, nicht mehr alle erinnern können, als oberlehrerhaft, als zu leise, als zu weit weg von den Menschen. Und glaubt mir, es steckte verdammt viel harte, kreative Arbeit hinter den Kulissen, unendlich viel Kommunikation, kraftvolle Entscheidungen und ganz viel Diskussion dahinter. Und dass ihr mir dafür vor 2 Jahren das Vertrauen geschenkt habt, dafür möchte ich mich hier und heute noch mal ganz herzlich bei euch bedanken. Diese Jahre waren auch für mich eine verdammt geile Zeit. Was steht jetzt an? Weil die es tun müssen, auf Tauchstationen gegangen sind, führen wir das Artenvolksbegehren, Artenvielfalt zum Erfolg mit großer Leidenschaft und gemeinsam mit einer Unzahl von ökologischen Bewegungen und noch mehr Menschen in Bayern. Wir wuppen das. Und dann lasst uns mit unseren positiven Botschaften für ein vereintes, ein demokratisches, ein ökologisches, ein solidarisches Europa die Menschen genauso für unsere Politikinhalte begeistern, wie wir es im Landtags- und im Bezirkewahlkampf geschafft haben. Ja, wir werden die Europawahlen mit Henrike als unserer Spitzenkandidatin gewinnen. Ich will mich am Wahlabend gemeinsam mit euch, mit Malte, mit Birgit, mit Pirette, mit Reinhard über 20% freuen. Und wir stehen aber auch vor strategischen Herausforderungen. Deshalb schaffen wir nachhaltige Strukturen für die Zukunft. Unsere wachsende Mitgliederzahl bringt uns diese Power, die wir unserer wachsenden politischen Bedeutung gemäß auch brauchen. Ich will, dass unsere Mitglieder in ihrer Arbeit, in ihrem Engagement gestärkt werden, vor allem mit mehr, mit ortsnäherer, mit besser koordinierter Weiterbildung, mit einem Mentoring-Programm für Frauen, in dem übrigens auch Männer Mentoren sein sollen, weil Männer haben sie aus der Frauenpolitik nicht zurückzuhalten. Und ich will die Mitglieder der Jugendkommission einladen, der damaligen, um zu analysieren, was wir noch besser machen können, was wir erreicht haben, wo wir nachsteuern müssen. Und ich sehe den Auftrag darin, die grünen Parteistrukturen in ganz Bayern stark zu machen. Vor allem in ländlichen Regionen, in denen ich übrigens auch selbst zu Hause bin. Ich bin nicht München-Mitte. Und gerade auch im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2020. Wir haben gestern ja intensiv darüber diskutiert und wir handeln mit einer eigenen Stelle für Mitglieder- und Organisationsentwicklung, mit der Stärke der Bezirksgeschäftsführung, mit einer direkten Unterstützung für die, ich weiß, die gibt es nicht mehr, aber für die zart hellgrünen Kreisverbände, damit sie kräftig grün werden, mit unserem neuen Kommunalreferenten. Und ich danke euch ausdrücklich dafür, dass ihr eben mit dem Finanzbeschluss uns die Mittel dafür auch bewilligt hat. Und jetzt lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass wir im nächsten Jahr die kommunalpolitische Landschaft Bayerns massiv begrünen. Ich will 2020 mit euch die ersten grünen Oberbürgermeisterin feiern. Ich will Katrin da sehen. Ich will Siggi da sehen. Das schaffen wir. Meine Lieben, wenn wir insgesamt auf die intensive Zusammenarbeit, ich denke nur beim Volksbegehren Artenvielfalt, bei den PAG-Demonstrationen, wenn wir bei gegen Hass und Hetze demonstriert haben, sehen, wir sind sehr gut vernetzt, auch mit den Gewerkschaften. Und mit unserer starken Landtagsfraktion und mit unseren 41 Bezirksrätinnen haben wir auch die Power, diese Vernetzung noch weiter voranzutreiben. Als Landesvorstand ist es jetzt unsere Aufgabe, mit den Kreisverbänden gemeinsam ranzugehen, dass auch unsere Kreisverbände vor Ort Vernetzung leben, im Bund Naturschutz, aber auch im Tischtennisverein, bei der IHK oder beim Roten Kreuz.
Wir organisieren die politische Beteiligung unserer Mitglieder durch intensive Vernetzung nach innen, von den LAG bis zu den Bezirksvorständen. Aber auch persönlich, ich komme gerne zu jedem Kreisverband, ich war auch, glaube ich, bis auf Coburg-Land, war ich, glaube ich, in jedem Kreisverband auch schon drin gewesen. Wir leben, das ist ein Auftrag für Coburg-Land. Wir liegen gerade in den Geburtswehen für Grüne Alte, nicht, dass er mich dabei anguckt, und für Gewerkschaftsgrün. Basisorientierung, Team Spirit, das ist das eine Fundament, auf dem unser Erfolg steht. Und das andere ist die vielfältige Öffnung und Vernetzung der bayerischen Grünen in die gesamte Gesellschaft hinein. Und für beides stehe ich. Welche politischen Schwerpunkte wir in den nächsten Jahren in den Fokus rücken, das entscheidet nicht der Landesvorstand alleine und das ist auch gut so. Für mich ist aber klar, der Kern bleibt unsere Umwelt- und Klimaschutzpolitik. Unsere Haltung bleibt Nein zu Hass und Hetze. Und mein Ziel ist jetzt, dass wir unsere stark gestiegenen Kompetenzen für den sozialen Zusammenhalt weiter ausbauen. Wir sind doch so stark, weil wir Ökologie, Ökonomie und sozialen Zusammenhalt zusammendenken, von der Parität bis zur Armutsbekämpfung. Ein grünes Bayern, das muss und das wird auch immer ein solidarisches Bayern sein. Und noch ein letztes. Weil wir so erfolgreich sind, werden wir zunehmend aggressiver von anderen Parteien angegriffen. Lassen wir uns bitte davon nicht beeindrucken. Denn die Bürgerinnen und Bürger widert es an, wenn zu jedem möglichen oder unmöglichen Anlass die Dreckwurfmaschine angeworfen wird. Sie wollen, dass jemand ihre Fragen, ihre Nöten, ihre Sorgen ernst nimmt und zukunftsweisende Antworten gibt. Das ist unsere Stärke. Deshalb gewinnen die Grünen in Bayern immer mehr Zuspruch. Wegen unserer klaren Haltung und dabei bleiben wir. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns diese Zeit zu unserer Zeit machen. Ökologisch, solidarisch, leidenschaftlich und grün. Ich will unsere grüne Erfolgsgeschichte mit euch zusammen gemeinsam weiterschreiben. Dafür kandidiere ich und dafür bitte ich euch heute um die Unterstützung. Herzlichen Dank.